Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, ich habe das nochmal eben neu erspielt, bin nochmal rüber geschwommen, habe nochmal die Kryonit und alles weggepackt und jetzt wollen wir mal gucken, woran ich hier... Darf ich da vielleicht nicht auf der Lava stehen? Das zieht aber richtig schnell ab. Krass. Okay, da darf ich nicht draufstehen. Erstmal reparieren. Jetzt komm. Mach schon. Wo? Na, ja, dieses. Ah. Ja, okay. Gut. So, rein da. Na. Das macht mich wahnsinnig hier. Jetzt. Ah, Jung. Rein da. Meine Güte. So. Okay, also direkt hier rüber und hier unten mal. Darf ich hier stehen? Ja, okay, hier tut es nicht weh. Das ist gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Dann hat es einfach da den kompletten Anzug ersammelt. Ich habe es nicht gesehen. Aber ich hatte auch diese wahnsinnigen Lecks da. Und die sind wohl weg. So nun nicht. Okay. Nächster. Na, gucken wir mal. So, Gesundheit. 79%. Dann war das wahrscheinlich der Angriff eben nur. Ne, 76, 75, 71. Na, irgendwo. Hier ist zwischendurch doch immer sehr heiß. Na, und runter. Das sieht so aus, als könnte ich da wohl landen. Ja, passt. Ja, das ist nochmal Kyanit. Und, ah, da hinten müssen wir hin. Gut, dann gehen wir da mal rüber. Und dann können wir rechts, glaube ich. Oh, hier ist wieder heiß. Heiß. Ah, ich hoffe, ich kann... Ja, da kann ich stehen bleiben. Gut, dann erstmal schweißen. Ja, komm, jetzt. Mach doch, von oben ging es doch immer. Ah, die Geräusche sind nicht gut. Hier unten dürfte doch eigentlich kein CMPR... Erkenne außerirdisches Material und massive lokale Energiewerte im 1000 Megawatt-Bereich. Ja, sehr witzig. Hier erkennen Sie auch. Wir stehen direkt davor und gucken Sie an. Spaßkeks. So, da muss ich rein. Ich glaube, der Eingang war da rechts irgendwo. Wo gehen wir denn? Darunter will ich auf gar keinen Fall. Gehen wir da mal rüber. Ja, nee, da darf ich auf gar keinen Fall reinfallen. Also... Saugen wir uns erstmal hier, oder? Ich schaff's ganz nach oben. Na, komm. Oh, Whopper. Okay, wir bleiben erstmal hier an der Wand hängen. Und, na, jetzt kriege ich auch wieder Schub hinzu. Das ist, na, so halb. Ah, jetzt kriege ich wieder Schub hinzu. So, warten wir mal eben, bis der voll ist und dann versuchen wir hier mal hochzukommen. Na komm, mach schon mal. Ja, ich brauche dringend diese bessere Schubdüse. Ah, hier komme ich nicht weiter. Ich hoffe nur, dass der mich jetzt nicht aus dem Anzug schießt. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich echt ein Problem. Ich muss irgendwie weg hier. Lass uns mal fallen. So. Okay, lass mich bloß in Ruhe. Hier rüber und... Komm, wir halten uns erstmal hier an der Wand fest. Das müsste ja gut gehen. Zack. So, da muss ich rein, genau. Jo, dann warten wir mal eben kurz und dann jetten wir da gleich mal rüber. Na, wo ist er denn? Nicht, dass mir hier irgendwas angreift. Irgendwas hat mich doch hier angepfiffen, Leben. Okay, und rüber da. Na, komm, das schaffst du. Ja, yeah. So, hier müsste ich doch eigentlich auch drin atmen können, oder? Ja, super, kann ich. 1A, top. Das ist gut. Jo, dann gucken wir uns mal um. Ach, das sind ja wieder diese Roboter. Richtig, die gab es ja mal. Wo hat die denn so schnell Batterie gefressen? Die war doch voll, als ich losgefahren bin, oder? Naja, ach, die will ich nicht hin. So, Roboter. Speichern. Kann ich schaden auf jeden Fall, wo wir schon mal hier drin sind.
gucken wir uns den mal genau an. Das letzte Mal sind die hinten immer an der Wand hängen geblieben und konnten nicht weg. Und sieht so aus, als könnte er immer noch nicht. Die haben ihn aber angemalt, ne? Die sah mal schlechter aus irgendwie. Der sieht ja mittlerweile richtig schick aus. Aber er hängt immer noch an der Wand, oder? Nee, der kann doch woanders hin. Datendownloads, fremder Roboter. Dieses Gerät passt zu keiner bekannten Menschen. Hallo? Jetzt greift er mich doch. Oh, Tatsache, der greift mich an. Lass das. Hör auf damit. Ja, eben, hau ab da. So. Dieses Gerät passt zu keiner bekannten menschlichen Technologie, obwohl sein Design relativ einfach ist. Sein einzig beobachtbares Verhalten ist das Angreifen lokaler Lebensformen in einem bestimmten Radius um die uralten fremden Anlagen. Verfügt über wenig bewegliche Teile, besitzt eine wiederaufladbare ionenbasierte Energiereserve, ja, zuverlässig und energieeffizient. Es ist schwierig, Alter und Zweck des Gerätes zu bestimmen. Sein relativ harmloses Verhalten steht im Widerspruch zur fortschrittlichen Technologie, die seinen Konstrukteuren, das ist ja auch wieder typisch Mensch, ne? Nur weil irgendwas eine fortschrittliche Technologie hat, muss es deshalb gleich immer aggressiv sein oder was? Das kann doch trotzdem harmlos sein und eine tolle Technologie haben, oder? Naja, Beurteilung, weitere Daten benötigt. Sehr witzig. Also das ist unmöglich. So, da können wir gleich rein. Und wir gucken, jetzt geht er mir mal ein bisschen auf den Senkel hier. Komm, und tschüss du. Na, was war das? Warum hat er es losgelassen? So, fortschrittliche Technologie hin oder her, du musst gehen. Ja? Okay, bleib da hinten, spiel mit deinen Freunden. So, ach ja, wir haben hier diesen Lithium-Ionen. Moment, die können wir doch abbauen mit dem Prawn-Suit. Genau, das machen wir mal. Das habe ich damals nämlich nicht gemacht und kam aber auch ganz oft in den Kommentaren. Weil du kannst es abbauen mit dem Prawn-Suit. Das probieren wir doch mal. Ob das wirklich geht. Ich will mal davon ausgehen, ihr habt sie alle geschrieben. Aber wenn ich die jetzt mitnehme, dann habe ich natürlich auch keine Probleme mehr. Gucken wir mal. Ja, es wackelt. Da wird da wohl auch was bei rauskommen. Ah ja, da ist der erste. Das wird ein bisschen, ich habe das Gefühl, das dauert ein bisschen. Aber mal schauen, wir haben die Zeit, ja. Ah ja, zwei Stück nochmal, sehr gut. Na? Jo, das lohnt sich ja richtig. Sehr schön. So, okay. Jetzt... Nanu? Jetzt kann ich da nicht ran, weil die Plattform wieder hoch... Ich komme da nicht ran. Das ist ja blöd. Ich komme da nicht... Nochmal. So, und jetzt und schnell... Ja, das hat... Na, die kann ich nicht nehmen. Versuchen wir es nochmal. Und schnell ran. Na... Oh, vielleicht im Anzug? Nee, auch nicht. Ach, das ist ja blöd. Ich will die... Damit kann ich sie auch nicht greifen. Ich will die aber haben. Und vielleicht können wir hier mit der Kanone was werden. Na komm, mach. Ja, meins. Und, na, ich will's. Kann doch mal nochmal so nehmen. Und, probier nochmal. Und, wie kriege ich die? Ah, Linksklick. Okay, alles klar. So, dann schnappen wir uns den. Ja, okay, den haben wir bekommen. Und den letzten jetzt. Ne. Ah, dann vielleicht von der anderen Seite. Das ist aber umständlich hier. Den kann ich nicht nehmen. Kriege ich nicht. Ich kann ihn nie nehmen. Ne, kriege ich nicht anvisiert. Ach, das ist doch blöd. Der trollt mich. Gut, egal. Dann verzichten wir auf den. Wir packen hier mal erstmal unser Artefakt rein. Und tigern da mal rein. So. Was haben wir denn da Schönes? Ein Datendown. Ach nee, blaues Artefakt, genau. Cool. Krass. Wie zu mir. Musiksymbol. Ah, hier, da steht's ja auch. Hier, komm zu mir. Ja, wohin denn? Ja, nee, sonst keine. Kann man da auch nicht nachlesen. War nur diese Einblendung. Okay. So, das ist ein Teleporter. Hm, der dürfte auch nicht funktionieren. Der funktioniert. Den kenne ich aber noch nicht, ne? Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Ja, wie geil. Ja, und? Ja, Foto. Ja, den kenne ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Wo geht der denn hin?
sagen, das speichern wir mal eben. Das gucken wir uns auf jeden Fall an, aber ich speichere vorher. Weil wenn ich durchgehen kann, dann... Boah, es laggt wieder, aber richtig Standbild. Wieder 2 Frames. Na, ich hoffe, es stürzt mir jetzt nicht ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Hat das auch schon immer so lange gedauert oder liegt das jetzt an den Lags, dass das so lange dauert? Na, jetzt ist wieder flüssig. Jetzt können wir mal langsam ankommen. Oder ist das so eine weite Reise? Hallo? Spiel? Ah. Ach, ich glaube, das ist doch... Ist das nicht... Das ist doch... Ah, ja, okay. Dann sind wir hier in der Kanone. Wie geil. Ich kann ja doch wieder zurück. Okay. Das ist ja cool. Ach Mensch, schade, ey. Wenn ich jetzt meine Basis... Das ist ja geil. Wenn ich meine Basis noch wie in der letzten Staffel an der Kanone hätte, dann könnte ich jetzt dann mal eben zwischendurch nach Hause laufen und mir ein paar Power Cells basteln. Für die Cyclops und Medikits und irgendwas. Und dann einfach mal eben wieder zurückkommen. Das ist ja cool. Das ist ja geil. Aber ja, gut, ich wohne jetzt ja nicht direkt daneben. Also der Weg ist schon ein bisschen weiter. So, gehen wir erstmal hier hoch. Ich glaube, hier war der andere Ausgang. Ja, ich glaube, ja doch, das ist der Ausgang. Ja, da wollen wir nicht hin. Dann gehen wir nach unten. Ah, das wäre ja fett, wenn ich das machen könnte. Einfach mal, aber mit dem, also nach Hause schwimmen ist schon echt weit und mit dem Pornsuit ist auch sehr weit. Und ich gehe mal lieber zu Fuß, das geht schneller. Auch schick hier, finde ich. Na du lässt mich mal in Ruhe. So, dann wollen wir mal hier runter und... Ah, sehr schön. Dankeschön. Abholbereit. Noch ein Energiekristall. So gut, dass ich 2 Artefakte dabei habe. Das war jetzt auch geraten, dass ich 2 brauche. Sieht ja cooler aus hier, ne? Mit dem Blitzen. So, was kann ich denn hier... Ah, okay, ich kann das auch nochmal scannen. Außerirdisches Wärmekraftwerk. Dieses System wandelt thermische Energie in elektrischen Strom mit 90% Wirkungsgrad um. Oh, das ist eine Menge. Ein Teil dieser Energie wird vor Ort chemisch gelagert, während ein unbekannter Mechanismus den größten Teil davon an entfernte Orte anderswo auf dem Planeten überträgt. 30% davon werden für Notfälle vor Ort gespeichert. 30% gehen an die Boden-Luft-Quarantäne-Vollstreckungsplattform, aka Kanone. 22% für die primäre Sicherungsanlage, 11% für die Seuchenforschungsanlage und 7% gehen an die teleportierenden Quarantäne-Vollstreckungseinheiten, namentlich als Warper bekannt. Das System scheint vollautomatisch zu sein und bei gegenwärtigem Verständnis der beteiligten Mechanismen vollkommen unterbrechungsfrei zu arbeiten. Das heißt, man kann es auch nicht abschalten. Da will ich stark von ausgehen. Man hat mir ja geschrieben, vielleicht kann man das mal abschalten, aber das wird wohl nicht gehen. So, Energietransfer für primäre Sicherungsanlage. Gucken wir mal. Dieses Terminal kontrolliert einen wesentlichen Teil der Energieversorgung des Kraftwerks an eine weit entfernte Anlage anderswo auf dem Planeten. Berechnungen zeigen, die Anlage befindet sich weniger als 1 Kilometer südlich vom Wärmekraftwerk entfernt in einem Abgrund, der die navigierbaren Tiefen überschreitet. Okay, das ist jetzt tiefer, als ich bisher navigieren kann, oder? Ich glaube, da brauche ich auf alle Fälle das 2. Upgrade, denke ich mir. Und fossile Daten. Diese geologischen Daten wurden aus dem Vulkangestein aufgezeichnet, das ausgegraben wurde, um diese Einrichtung zu errichten. Es war möglich, eine Reihe von Entwicklungsrichtungen auszuwerten. Genetische Abweichung. Die Fremden zeichneten Daten über einheimische organische Überreste auf, die aus einer Zeit von vor 10.000 bis 1.000 Jahren stammen. Die Lebensformen in den Aufzeichnungen zeigen eine ungewöhnlich niedrige Überschneidung mit denen, die bisher auf 4546b angetroffen wurden. Ach! Okay, das heißt,
vor 10.000 Jahren gab es ganz andere Tiere, als es jetzt gab. Und die, die es damals gab, gibt es jetzt nicht mehr und umgekehrt oder zumindest die meisten. Massensterben. 1.000 Jahre alte Bodenproben enthielten eine 300% höhere Konzentration an organischen Überresten als der Bodendurchschnitt. Diese Daten untermauern ein Massensterben, das die Mehrheit der Arten ausgerottet und eine schnelle Anpassung unter vielen der Überlebenden erzwungen hat. Ursache ist unbekannt. Plausible Theorien wären schwankende Umweltbedingungen, Erkrankungen, Meteoritenanschlag oder künstliche Beeinflussung. Ja, künstliche Beeinflussung kann natürlich sein, ne, wenn die Experimente gemacht haben. Ich weiß ja nicht, seit wann die, ach komm, Spiel, seit wann die jetzt wirklich hier sind auf dem Planeten. Nee, nochmal, kann ich da nichts runterladen? Okay, schauen wir nochmal da. Hier war ursprünglich mal nichts, aber wer weiß, vielleicht haben die hier was umgebaut. Das kann ja auch sein. So, dann gehen wir nochmal rauf. Von den Blitzen da kann ich nicht getroffen werden. Das habe ich schon mal ausprobiert. Die tun mir nichts. So, dann wollen wir hier mal Datenterminal. Ja, außerirdischer Ionenkristall. Haha, sehr schön. So, und fossile Daten. Ach ja, guck mal, sieh an. Da heißt es immer wieder, der macht das doch automatisch, wenn du es öffnest. Ja, eben leider nicht immer, wie man jetzt ja sieht, muss ich also extra anklicken. Die außerirdischen Daten zeigen einige der Mechanismen, mit denen die Erbauer in der Lage waren, solche riesigen Mengen an Energie in den Ionenkristallen zu speichern und zu nutzen, die in ihren Anlagen entdeckt wurden. Verbesserte Batterie- und Energiezellenbaupläne, die diese Information nutzen, sind nun im Fabricator verfügbar. Sehr schön. Das ist gut. So. Erstmal was trinken. Nährstoffblock. Nee, noch brauche ich den nicht. Ha, leuchtet blau. Okay, alles klar. So, ich glaube, dann wären wir hier auch durch. Sonst war hier nichts weiter drin. Das heißt, dann können wir mal wieder rausgehen. Und, boah, leck. So, Nadu, ich wünsche dir was. Lass mich bloß in Ruhe. Schönen Tag. Spiel mal ruhig mit deinen anderen Freunden hier nochmal. Hier werden bestimmt noch Fächer sein. So, zurück in den Anzug. Und... ja, schade um den Ionenkristall, aber okay, an dem einen wird es wahrscheinlich nachher nicht um ihn scheitern. Den müssen wir nochmal zurück und na, ich komme hier nicht rüber. Hallo, darf ich mal raus? Und yay, so, Absprung. Da unten müssen wir hin. Genau, da wollen wir hin, zu dem Kyanid. Und müssen wir aufpassen, weil da unten war es ja heiß auf dem Boden. So. Darf ich hier stehen bleiben? Ja. Dann können wir das hier auch nochmal mitnehmen, wenn das schon mal hier rumsteht. Da kam jetzt nichts raus. Oder doch? Ja, doch einer, ne? Ja. Ah ja. So, dann bauen wir den hier in Ruhe eben ab. So viel brauche ich glaube ich nicht, aber wenn wir schon mal hier sind. So, der vulkanische Felsen, der sich in diesem Gebiet gebildet hat, kann vor 800 bis 3000 Erdenjahren mit der Radiokarbonmole datiert werden. So alt ist der noch nicht. Das ist ein recht junger Vulkan hier. Aber sieht man ja auch, so heiß wie das ist. Und naja, so. Dann bauen wir hier mal weiter ab. Ich hab... oh, verdammt, wieso? Ich hab da schon wieder Leben verloren. Warum das denn? Das ist doch... ich hab doch eben noch gestanden, da war doch nix. Ja, okay. Dann... what the... was war... welcome aboard, Captain. Was war das denn? All systems online. Ach, das war das Stasis-Gewehr? Aber warum... warum sterbe ich denn davon? Das verstehe ich ja nicht. Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Das, warum bin ich denn jetzt tot? Okay, dann... ich habe meine Sachen aber noch. Okay, die retten wir mal eben. Aber wieso bin ich denn jetzt gestorben davon? Das verstehe ich nicht.
So, dann Erste-Hilfe-Pack nochmal. Kommen wir mal eben was essen. Ja, dann haben wir jetzt doch den Nährstoffblock. So. Okay, dann schauen wir da mal eben hin. Unser Anzug müsste da ja eigentlich noch stehen, ne? Oh, ach du Scheiße. Oh Gott, was muss der denn da? Oh Gott, das kann ich gar nicht gebrauchen. So, jetzt mal schnell runter da, bevor ich hier verbrenne. Wir müssen da lang, 80 Meter. Gucken wir mal. Ich würde mal sagen, der steht auch noch da, wenn der... Ja, er ist noch da. Oh, das ist gut. So, was haben wir hier? Oh, das Artefakt. Batterie. Reparieren. Ja. Ja, komm. Okay, an den Füßen geht das ganz gut. Wasser aufgenommen. So, und dann jetzt ein Schwefel noch mitnehmen und oh, das Kyanid und oh Gott, mein Leben. Ja, sollte ich vielleicht doch mal eben kurz Erste-Hilfe-Pack. Wobei, wenn das Kyanid da noch liegt, würde ich das ja ganz gerne noch mitnehmen eben. Komm jetzt aber schnell hier. Es ist warm. Oh, ist schon wieder so viel Leben verloren. Unglaublich. Okay. So, ich glaube, wir machen uns mal lieber auf den Weg. Auch da ging eben schon wieder Leben runter, ne? Unglaublich. Aber das ist ja tückisch. Da gehst du nur mal 2 Meter und schon bist du an einer Stelle, wo du richtig schnell Leben verlierst. Das ist schon nicht ungefährlich. So, wo muss ich jetzt... Ach komm, bleib mir vom Leib. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, da durch. Nee. Nee, ist. Oder doch? Ah doch, da geht's hoch. Doch, da muss ich raus. Dann... Na, hier jetzt nicht. Kann ich hier stehen bleiben, ohne dass ich... ja, okay. Erst nochmal reparieren. So. Na komm, jetzt mach doch. Nee. Ah. Aber dass der Seedwagon da jetzt neben meinem Schiff ist, das ist nicht cool. Ich speichere es nochmal. Sicher ist sicher. Das ist überhaupt nicht lustig. Ich weiß gar nicht, wie ich da wegkommen soll mit dem, mit der Cyclops. Ohne dass der mich direkt zu Lametta verarbeitet. Ist der da festgepackt oder? Der bewegt sich ja gar nicht. Das sieht ja cool aus. Ist der da festgepackt oder nicht? Der bewegt sich ja gar nicht. So, erstmal rein hier. So. Und ja, gespeichert haben wir. Können wir mal gucken, ob der... Der wird mir da auch gar nicht als feindlich auf dem Radar angezeigt. Merkwürdig. So, erst nochmal speichern, sicher ist sicher. Und tja, können wir mal eben was testen. Das würde mich mal interessieren, ob das geht. Wenn wir hier mit der Stasis-Kanone auf den schießen? Nee. Hat gar keine Wirkung. Mal ein bisschen näher ran vielleicht. Ich hoffe, dass er nicht gleich zuhaut. Ja, doch. Ja, funktionieren tut sie, aber... Und hier also auf dem Schwanz? Nee, da geht ihr so durch. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. So. Okay, dann wollen wir noch mal... Ach ja, die Dinger, da wollte ich noch abpflücken.
Ja, weil der wird mir wirklich nicht auf dem Radar irgendwie als Gegner angezeigt. Ist der denn vielleicht gar nicht mehr hier, dass er schon weiter geschwommen ist? Was kann ich denn hier einscannen? Ach, die Lavalarve. Ja, okay, das können wir mal eben machen. So, und die würde ich jetzt ganz gerne mal abpflücken. So, und die saugen mich ja nur leer. So, und an dieser Stelle gehe ich jetzt mal in einem Originalmodus über. Ich habe nämlich einen schönen guten Tag zusammen. Ich musste die letzten beiden Folgen, also diese und die letzte Folge leider komplett nachkommentieren. Weil, ich weiß nicht, ich habe am Abend davor irgendwie mit ein Zusatztool für Audiospuren gearbeitet und das Tückische war, OBS hat mir angezeigt, dass mein Mikro noch aufnimmt, aber es war nicht in der Spur da. So, ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Ich hatte ja einmal Erfahrungen so los damit sammeln können. Die Folge ist jetzt quasi vorbei. Ich bin mal gespannt, wie wir hier beim nächsten Mal wegkommen und insofern verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.